Ja, wir haben es euch schon mal in Berlin auf der Messe vorgestellt. Damals Indoor, jetzt endlich Outdoor, endlich am Wasser. Wir sind wirklich stolz darauf. Hat sehr, sehr lange gedauert. Die Produktion hat sehr lange gedauert. Auch die Entwicklung, dass alles so stimmt, wie wir es haben wollten. Dass jede Öse an ihrem Platz sitzt, dass der Spiegel nach hinten versetzt ist und, und. Hier steht es endlich, unser FX420 von Fox. Ein Schlauchboot mit 4,20 Meter Länge. 2 Meter Breite, heißt man bekommt also auch die Liegen quer rein, wenn man möchte, hat sehr, sehr viel Stauraum im Innenplatz. Ein Boot ausgestattet mit Aluminiumboden, 2 Aluminium-Sitzbänken, einer geteilten Rail, Sliding Rail für die Sitzbänke, das zum einen Regenwasser durchlaufen kann, wenn es regnet, oder Spritzwasser, und auch zum anderen, dass das Zelt, das später drauf passt, genau bündig am Ring abschließt. Das Boot ist ausgestattet mit 0,9er Material. Das reicht unserer Meinung nach. Das ist sehr robust, sehr stark, und es hat sich die letzten Jahre extrem bewährt bei unseren Standardbooten, bei unseren normalen Booten, die schon immer im Programm sind. Wir haben das Ganze ausgestattet mit verschiedenen Handles, Griffen, rechts, links, hinten. 3 Griffe auf jeder Seite angeordnet, 1, 2, 3. Haben hier hinten auf der Seite ein D-Ring, eine Öse für das Beiboot festzumachen, für einen Karpfensack festzumachen oder sonstiges. Haben hier unten ein D-Ring, eine Öse für die Ankerposition. Unten aus dem Grund, das geht direkt ins Wasser nach unten. Ich kann mit dem Beiboot über das Seil drüber fahren, ohne hängen zu bleiben. Des Weiteren sind D-Ringe, Ösen, Edelstahl-D-Ringe hier unten angebracht, für das Zelt einzuschlaufen. Ihr könnt natürlich auch immer irgendwelche Seile dran binden oder sonstiges. Man kann variabel bleiben beim Bootsangeln. Hier vorne ein starker D-Ring, auch eine Ankeröse zur Positionsfixierung. Dasselbe spiegelt sich wieder auf der anderen Seite. Hier nochmal D-Ringe. Also das Boot ist voll ausgestattet. Wir haben, wie gewohnt bei unseren Booten, auf der Rückseite am Heckspiegel das Ganze ausgestattet mit eigenen Echo-Sounder-Platten, also Echolot-Platten, dass der Spiegel nicht beschädigt wird. Ihr könnt hier euer Echolot festschrauben und dann ist alles sauber. Es gibt keine Kratzer im Spiegel, dadurch dringt kein Wasser ein. Ja, und alles bleibt perfekt. Des Weiteren haben wir den Spiegel nach hinten versetzt, wie vorhin schon mal kurz erwähnt. Normalerweise kommen diese Boote etwa mit einem Spiegel, der nochmal 30 cm weiter vorne sitzt, aus Sicherheitsgründen zum Schnellfahren. Wir möchten das Boot aber nicht zum Schnellfahren. Ihr dürft es zwar mit 25 PS fahren, das ist kein Problem für das Boot, jedoch brauchen wir als Angler viel mehr Platz und viel mehr Raum im Boot. Und das erreichen wir natürlich, indem wir die Spiegel nach hinten setzen. Und dadurch haben wir wirklich, wirklich eine richtig große Fläche innen drin erreicht. Ja, das Ganze wird geliefert mit 2 Paddeln. Die Sitzbänke hatte ich erwähnt. Es kommt eine Fußpumpe dazu. Und natürlich noch unser Zelt. Und das zeige ich euch gleich. Ja, hier seht ihr die Kombination FX420 Boot, FX420 Bootszelt. Beides erhältlich nur in Kombination miteinander, also nicht separat zu kaufen. Das Zelt wird gefertigt aus einem Ripstop-Material, 20.000er Wassersäule. Das ist das stärkste und beste Material, das wir für uns, mit dem wir für uns arbeiten. Wir haben folgende Merkmale an dem Zelt verarbeitet. Zum einen, wie immer, Rodstraps, besonders an einem Bootszelt sehr wichtig. Rute anlehnen, festkletten, kann nicht mehr ins Wasser fallen. Auf beiden Seiten jeweils Rodstraps erhältlich. Dann haben wir Stormcords natürlich mit angebracht, auch auf beiden Seiten, rechts wie links. Am Ende des Stormcords ein Edelstahl Karabiner zum Einhängen hier unten in das D. Ja, im Inneren unseres Bootszeltes sind Taschen, Staufächer angebracht, die immer alle 50, 60 cm abgesteppt sind. Somit kann man die unterteilen, diverse verschiedene Sachen reintun. Bekleidung, Laptops, Elektrogeräte, was auch immer. Staumaterial oder Staufächer sind sehr, sehr wichtig beim Bootsangeln. Das ist sehr essentiell und dementsprechend sind sie hier auf beiden Seiten angeordnet. Des Weiteren hier vorne rechts, links, wie gewohnt, Staufächer für zum Beispiel Schlüssel, Sounderbox, auch Portemonnaie, kleinere Staufächer für wichtige Utensilien. Ihr könnt es sehen, ich sitze aufrecht im Zelt. Wir haben das Zelt mit Absicht sehr hoch gebaut, dass auch größere Menschen hier gerade sitzen können. In den normalen Bootszellen, die man bisher üblicherweise kennt, ist die Wandung schon hier nach innen schräg und man sitzt irgendwann gebückt. Das wollten wir vermeiden. Somit hat man wirklich überall die Möglichkeit, sich hinzusetzen, hat auch überall die Möglichkeit, eine Liege anzubringen, auf der anderen Seite zu sitzen oder. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, sich luxuriös und wirklich komfortabel hier drauf aufzuhalten. Wir liefern zu dem Zelt 3 verschiedene Türsysteme mit. Einmal eine Moskitofront, die zeige ich euch jetzt gerade mal hier. In unserem Camo-Design.
damit das Ganze hier schön angepasst mit einem Gummizug hier unten entlang, jeweils beidseitig auf der linken Seite wie auf der rechten Seite. Dann habe ich hier einen Klettverschluss auf dem Boden. Das klette ich jetzt hier ein. Von innen geht das natürlich viel einfacher. Und dann schließt das sauber, bündig hier neben ab. Und Wind und Regen kann natürlich nicht ins Zelt reinkommen. Dann habt ihr zum anderen neben der Moskitofront noch eine PVC-Front, dass man da drin sitzt und natürlich auch tagsüber rausgucken kann, wenn es regnet. Und natürlich auch eine komplett geschlossene Front für diejenigen, die es einfach dunkler möchten und auch länger schlafen möchten. Auch vorne haben wir drei verschiedene Optionen. Eine Moskito-Option, eine Klarsicht-Option und eine geschlossene Option als Tür. Vorne wiederum kann ich auch genau wie auf der anderen Seite als Aus- und Einstieg verwenden, wenn ich zum Beispiel mal vom Ufer aus angel und habe hier wunderbar Möglichkeiten rein und raus zu gehen. Bei richtig starkem Wind habt ihr die Möglichkeit, am Zelt befestigte Clips ganz einfach unten in die D-Ringe einzuhaken, einmal umlaufen ums Zelt und schon habt ihr richtig Stabilität. Zur zusätzlichen Sicherheit haben wir hier vorne auf jeder Seite nochmal Abspannleinen angebracht. Die kann man sowohl als auch hier unten oder auch hier in die Öse, je nachdem von wo der Wind kommt, gerade einhängen. Einmal kurz anspannen und dann hat man nochmal zusätzliche Sicherheit.